Hey Andi, kurzes Fallbeispiel. Stell dir vor, du bist Assistenzarzt in der Notaufnahme und es kommt eine 70-jährige Patientin mit pektangenösen Beschwerden zu dir. Welche zwei diagnostischen Möglichkeiten, überspitzt dargestellt, würdest du auswählen? Okay, also es liegen Brustschmerzen vor. Mhm. Da würde ich auf jeden Fall innerhalb von 10 Minuten ein EKG schreiben und Labor abnehmen mit Herzenzymen. Sehr gut. Im EKG sind keine Auffälligkeiten zu erkennen. Troponin ist deutlich erhöht. An was denkst du? Okay, also es ist jetzt erstmal eine Troponinämie. Ist natürlich Verdacht auf ein Enstemie dann. Also wir würden dann nach circa einer Stunde bei den neuen Assays oder nach 3 Stunden nochmal abnehmen, um zu schauen, ob eine Troponindynamik vorliegt. Genau, sehr gut. Troponindynamik liegt vor. Das heißt, die Patientin würdest du dann wahrscheinlich im Verlauf... Also kann man eine Koronarangiographie machen. Die Patientin ist dank deiner guten Diagnostik sofort in den Herzkatheter gefahren, hat einen Stent erhalten tatsächlich und konnte frühzeitig wieder entlassen werden aus dem